Hallo an meinem Basteltisch. Ja, heute gibt es mal kein so ein Bastelvideo. Ja, ich wollte euch nur mal sagen, ich war heute eben mal so ganz kurz im Action, so zwischendurch mal, weil ich mal was ganz anderes außer Bastelsachen gesucht habe. Und dann geht man natürlich trotzdem in diese Bastelabteilung. Und ich habe mich ein bisschen darüber gefreut, dass endlich auch mal bei uns diese Wellungen Dinger hier angekommen sind, aber der blaue, den ich eigentlich richtig gut fand, dieser maritime, der war nicht da. Also das ist ja der obstliche hier, aber den finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Und den dunklen fand ich auch gut hier. Weil wenn man das prägt, das ist ja nicht schlecht. Das sieht ja dann so weiß geprägt aus. Ja, die bin halt jetzt also mitgenommen und dann das hat mich ja so erinnert an Papiere, die ich mal hatte, so von QVC. Da gab es ja auch Transparentpapiere, halt bestimmt einen Haufen schon weggeschmissen. Das ist immer so, das, ja, was immer so ein bisschen schwierig ist, weil als ich so angefangen habe mit Stempeln, da war das so, da waren unheimlich viel verpönt, so unter den Stemplern damals, so 2006 oder 2007 oder sowas. Also, das wurde kein Glitzer genommen und irgendwelche Halbperlen oder Steinchen darauf setzen, war total daneben. Und wenn ich mir das jetzt angucke, wie sich das alles entwickelt hat, dann freue ich mich natürlich, dass ich das Zeug nicht weggeschmissen habe. Ja. Was das noch, ja, das hatte ich bei eben Hol gesehen bei Arius Bastel Oase. Das war hier so ein Notebook. Das habe ich mitgenommen. Einfach nur deshalb, weil das ist ja mit den Seiten mal gebunden. Und ich fand das gut, weil, wenn ich das jetzt so reiße und irgendwo mit drin packe, in so ein Junk Journal, mit ein bisschen Tee gefärbt oder Kaffee gefärbt, dann hat das ja auch was. Das ist natürlich ein bisschen noch schicker, fand ich. Und diese Bindung, die werde ich natürlich nehmen. Also ich werde das nie als Notebook benutzen. Aber die kann man ja aufmachen und mit dem Bindegerät wieder neu machen. Ja, das sind so die Sachen, die ich eigentlich nur mitgenommen habe. Und dann, ja, dann haben die im Moment wieder diese großen Kisten, diese Schubladenkisten mit den fünf Schubladen. So ein Ding kann ich ja hier neben mir schon stehen. Da sind meine Papiere drin, so alle möglichen, in allen möglichen Farben. Und ich hatte euch ja, glaube ich, das schon mal gezeigt, wo meine Holzstempel drin sind. Das sind ja auch so eine Schubladenkisten. Allerdings eine komplett andere Preisklasse auch. Und ich war irgendwann, ich glaube, letzte Woche war ich mal in dem Laden, wo ich die damals mal gekauft habe. Aber das ist natürlich nur schon 10, 15 Jahre her oder was. Also die haben die natürlich nicht mehr und ich weiß auch überhaupt nicht mehr, wo die her waren. Die waren ja sehr stabil und haben natürlich, wie gesagt, einen anderen Preis als diese Kisten beim Action. Und ja, und dann hatte ich die, wie gesagt, irgendwie so vormittags oder mittags war ich da, habe ich so in der Pause und dann habe ich die gesehen und habe dann, als ich zu Hause, nach Hause kam, das mal probiert. Heißt also, ich habe mein Papier da von einer Schublade rausgenommen und das vollgeballert mit Stempeln. Die hält das, die Schublade. Also habe ich mir zwei so eine schwarzen Kisten da gekauft und da dürfen jetzt meine Holzstempel drin wohnen. Und ich dachte mir, vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen, wie das so funktionieren könnte. Und deshalb würde ich euch das jetzt gerne auch nochmal zeigen. So, da stehen wir mal vor meinem Schrank. Die Kisten, die habt ihr ja, glaube ich, schon mal gesehen. Die hatte ich ja schon mal gezeigt. Das sind also meine türkisblauen Kisten, wo diese Stempel drin sind. Da sind jetzt natürlich auch noch welche drin. Macht euch mal auf. Also, das sind meine Stamp-Boutique. Und hier ist eigentlich so ein ganz kleinen Müh, bloß noch Platz. Das heißt, man verschwendet keinen Platz, wenn man die darin sortiert. Ihr seht schon, hier ist immer noch ein Haufen frei. Das war ja vorher ein bisschen anders. Muss ich mal sehen. Ich werde da noch einen Haufen rumsortieren müssen, denke ich mal. Ja, und an der Stelle war ja vorher was anderes. Und die Kisten, die vom Action sind, die stehen jetzt hier unten. Da waren ja vorher die hellblauen. Ich hole jetzt auch mal hier so ein Schubfach raus. Ja, seht ihr jetzt, da ist ein bisschen mehr Platz. Da kann ich erst so ein Fingerbreit ist das. Aber das ist trotzdem immer noch ziemlich gut, also besser als zum Beispiel die Kisten, die ich jetzt beim Lidl habe. Weil da wäre es sicherlich so, dass man fast zwei Stempel übereinander stecken könnte. Und ja, das ist ja dann doof, da muss ich ja wieder suchen. Also so finde ich das schon richtig gut und die halten auch ziemlich gut aus. Also ich habe ja zwei hier übereinander stehen und das Brett, was ihr dazwischen seht, das steht auch komplett auf den Kisten drauf. Weil sonst hätte ich das neue rinbohren müssen in den Schrank. Weil das halt vom Abstand nicht mehr ganz gepasst hat. Ja, also ich bin damit echt zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Ich freue mich. Ihr seht ja, meine waren ein bisschen breiter hier, ja. Deshalb konnte ich das auch nicht eins zu eins so umlagern. Aber gut, okay, ich werde da noch eine ganze Menge Spaß dran haben, das immer mal irgendwie umzumodeln. Das wird lustig sein, ja.
Dann wollte ich euch auch noch mal was anderes zeigen. Moment, ich muss mal kurz, hier ist schwarz. Aber so, und zwar hatte ich mir jetzt auch diese ganzen kleinen Kisten hier gekauft, Tomätchen. Die fand ich ja eigentlich richtig gut, diese Sortierkisten, weil jetzt ist nämlich das nicht mehr ganz so schlimm bei mir. In meinen ganzen Kisten passen hier immer zwei übereinander drin. So. Und das ist viel besser sortiert. Also ich freue mich darüber richtig. Vor allem gerade sitzt hier oben. Sind nämlich so Perlen und sonst so was drin. Das seht ihr schon. Und da sind hier hinten auch immer zwei so eine Sortierkisten übereinander. Das ist wesentlich besser als mit den Tüten. Hier sind natürlich noch Tüten drinne. So, und hier oben sind auch diese ganzen ollen Halbperlen und sonst so was alles. Und da habe ich jetzt auch immer zwei Sortierkisten drinne. Also das finde ich richtig gut, besser als vorher. Ja, das Einzige, was mich jetzt hier ein bisschen nervt, ist, das zeige ich euch mal hier. Das ist das, weil diese drei Haufen sind nämlich das, was jetzt an den Stellen von den Kisten da war. Also gut, die rechts, die ganzen alten Kalender, die kann ich sicherlich irgendwo im Flur lagern, aber was ich mit dem anderen Zeugs mache, weiß ich noch nicht so richtig. Das erschließt sich mir noch nicht. Ja, und dann wollte ich euch noch was anderes sagen, das sage ich euch aber am Basteltisch. Ja, ich hatte mir so die Videos angeguckt, die Jutta da so gemacht hat mit ihren Junk Journals und da wollte ich besonders sagen, ich finde es immer super, dass so nach ewig langer Zeit manchmal so bestimmte Sachen wiederkehren. Und wenn man die dann lange in den Ofen hat, dann ist es nicht mehr ganz so schlimm wie zum Beispiel sowas hier. Das hier ist nämlich so ein Stanzer. Der macht einfach mal sowas. Der macht hier einen kleinen Schmetterling, wo die Flügel so angeditscht sind. Und wenn man den irgendwo aufmacht, dann kann man die Flügel so ein bisschen anklappen. Also, der sitzt da schon ganz lange in der Kiste, weil das war auch so was, was total verpönt war, diese ganzen Stanzer zu benutzen und so was alles. Ja, weiß ich auch nicht. Das ist schon irgendwie lustig. Und auch diese ganzen Randstanzer, die ich habe. Ich habe ja noch welche, die sind so hier von Reuser. Ist bestimmt auch so ein QVC-Set gewesen oder was. Weil die stanzen nicht nur, sondern die prägen auch. Das heißt also, wenn man dann drückt und ein bisschen länger drückt, dann kriegt man hier so was. Also eine wirkliche Prägung. Und ich glaube, ich habe sogar noch einen, der das Ganze in einem Kreis machen würde und was weiß ich. Also, so eine Sachen freuen mich dann wirklich immer wieder, wenn dann doch Sachen wiederkommen und ich das nicht alles so total umsonst gehortet habe. Und durch diese Sachen, dass es wiederkommt, fällt ihnen das auch wieder ein, weil sonst liegt es da oben in der Kiste und ich habe überhaupt keine Ahnung mehr, dass man das auch verwenden könnte. Und so wird man da immer mal wieder dran erinnert. Und freut sich denn, jedenfalls ich, dass man das wieder verwenden kann und nicht neu kaufen muss. Dass das alles irgendwo nicht ganz so umsonst ist, was man so gesammelt hat. Ich hatte mir diese Videos angeguckt von Hedwig Gedönsrath und auch jetzt die von Miss Fruchteis war das ja, glaube ich. Die sortiert ja nur wirklich richtig doll aus und bei der tut es mir eigentlich ein bisschen mehr leid. Da bin ich ja noch ein ganzen Waisenknabe gegen das, was da liegt. Weil wenn man sich von so viel verabschieden will und das ist ja so schwierig, also mir fällt es ja schon schwer, von meinen Sachen irgendwas mich zu trennen. Gut, okay, das war jetzt hier mein kleines Video. Mir ging es eigentlich nur um das Thema Aufbewahrung von den Holzstempeln. Vielleicht war das für den einen oder anderen ein bisschen interessant. Ja, ansonsten sehen wir uns das nächste Mal wirklich beim Basteln, hoffe ich doch. Wollte ich heute auch machen, aber wie gesagt, heute habe ich Stempel sortiert. Gut, bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Tschüss.